Ja, herzlich willkommen bei Fuchs und Hase unterwegs. Gemünden bekommt eine neue Attraktion. Peter Reichel, der bekennende Gemünden-Liebhaber, Hobbykünstler und Kunsthandwerker, hat wieder gebastelt und der Stadt Gemünden was Feines zur Verfügung gestellt. Und was die Brücke hier für eine Rolle dabei spielt, werdet ihr gleich sehen. So Peter, jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Informationen zu deinem wunderbaren Kunstwerk. Peter, wo hast du die Idee hergenommen für das Kunstwerk? Ja, die Idee stammt ursprünglich von dem Brückenspechterwettbewerb, in dem ich ja die Endlichbank gemacht habe, die heute in dem Mülltorturm steht. Ja. Und dann kam einfach so, das kann nicht alles gewesen sein, da muss noch mehr sein. Ne? Und dann kam die Idee mit dem Stuhl. Ja. Und die Jasna ist ja auch immer umtriebig für solche Ideen, glaube ich, ne? Ja, die Jasna hat es natürlich gefördert und Peter, mach, ne? Und dann habe ich vom aus Seifelsburg noch das Holz besorgt, vom Klaus Schüpfer heißt er, ne? Ja, und dann halt diese Bank zusammengebaut. Und die ist einige hundert Jahre alt, wenn man es mal zusammenrechnet, ne? Garantiert, so wie das Holz aussieht. Ja, das ist also eine massive Eiche, ne? Und es war in der Scheune verbaut. Gehen wir davon aus, also 150, 200 Jahre sollte das Holz alt sein. Wer hat dir denn geholfen? Weil du hast ja letztendlich die Konstruktion gemacht, aber es waren ja noch ein paar andere Leute beteiligt. Ja, an der Stelle ganz, ganz vielen Dank an den Miro, ja, Miro Bleitsch. Der Jürgen Sommerer hat das Logo entworfen hinter mir. Mhm. Ja, und der Roland Ziegler, der hat es dann eingebrannt. Ja, und ja, zu viert haben wir das Ganze dann halt auch gestellt und wir sind eigentlich ein gutes Team. Und ich hoffe, es war nicht die letzte Maßnahme. Sagenhaft. Also die Gemündner werden es lieben und schätzen lernen. Wir haben natürlich noch ein großes Thema. Das hat noch keinen Namen, dein Kunstwerk. Und jetzt haben wir uns ausgedacht, wir machen daraus gleichzeitig ein Gewinnspielchen. Am Ende des Videos erkläre ich auch, wie ihr da teilnehmen könnt. Ich hoffe, ihr habt da kreative Ideen. Wenn ihr keine Idee habt, einfach hinsetzen, Foto machen, uns schicken. Umso schöner wird es dann, ne? Definitiv. Also der ursprüngliche Name Heiliger Stuhl, der wird wohl wegen ein Problem sein, neben dem Nepomuk. Das ist unser Heiliger. Nee, ihr habt geilere Ideen, ihr habt bessere Ideen und wir warten drauf. Super, dann kann ich nur dazu animieren, schickt die uns. Vielen, vielen Dank, Peter. Danke für deine Kreativität. Danke, Walter, war eine tolle Sache. Danke, tschüss. So, jetzt muss ich euch noch was zu unserem Gewinnspielchen sagen. Und zwar macht einfach mit, schickt uns auf unseren Kanälen, die sind hier eingeblendet, oder eine E-Mail natürlich, den Namensvorschlag, den ihr für dieses wunderschöne Kunstwerk hier euch ausgedacht habt und gewinnt was. Und zwar eine wunderschöne Baseballkappe von Fuchs und Hase oder eine unserer Sammeltassen. Ja, könnt ihr gewinnen, einfach einen schönen Beitrag schicken oder noch besser, wenn euch nichts einfällt, setzt euch hier drauf, schickt uns ein Foto von euch. Ja, da kann man auch gewinnen. Ganze wird ausgelost am kleinen Venedigfest. Wir halten euch auf dem Laufenden. Viel Glück dabei, wir freuen uns auf eure Vorschläge. Bis dahin, tschüss, euer Fuchs und Hase. Und nicht vergessen, das Video teilen und uns natürlich abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.